herzlich willkommen zu einer weiteren Folge XXL Farm Marchfelder Land mit dem Malonation LP. Hallo. Hallo. So, wie angekündigt, fliegender Wechsel hier in die andere Maschine rein. Unser erstes gemottetes Fahrzeug übrigens. Ein denkwürdiger Moment. War nämlich der JCB. So, ich bin jetzt am Ansehen. Hast du die richtige Frucht ausgewählt? Müsste. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Okay, ja doch. Passt. Wenn das jetzt die falsche Frucht gewesen wäre. Eieiei. Das wäre fatal. Aber nee, war das Richtige. Hopfen, Hopfen, Wolken, Hopfen haben wir. So. Lol, sagt er da oben steht nix. Natürlich steht da eine Literzahl. Hä, wo hast denn du geguckt? Hä, bei mir steht jetzt auch das nicht. Über dem Blauen sagst du, ne? Das ist nur bei dir an, bei mir nicht. Geht doch gar nicht. Ist doch ein Mod. Was ist da los? Habe ich das deaktiviert? Literprobe. Oder wird er von LS erkannt, aber funktioniert bei mir nicht? Ja, das ist merkwürdig. Weil es ist ein Mod, der pflanzt sich ja eigentlich ein. Warte, ich schicke dir mal nach der Aufnahme ein Screen. Aber du hast auch gesagt, du hast noch 100 Liter Restvolumen. Also Liter, ja. Nee. Das ist da, also das die normale Literanzahl ist da. Und aber das Blaue stimmt. Ist da. Aber das das Weiße darüber ist nicht bei mir. Ja, aber deine Angabe vorhin war falsch. Der hat noch 153 Liter jetzt drin. Ich hatte auch 163 gesagt. Ah, okay, ja, dann passt's. Also der braucht 60 Liter pro Stunde circa. Von dem her reicht's noch 2 Stündchen. Ungefähr. Geht halt einiges Zeit ins Land. Ja. Ja. Ja, der an manchen Stellen wird er langsamer. Ja, und dann musst du mal auf den Grupper gucken, dann versetzt er sich so schräg. Da bleibt er irgendwo hängen. An einer Bodenwelle oder so. Ich guck mal gerade rein. Sorry für den Lag, aber musste sein. Wir haben nämlich schon wieder die Kühe vergessen seit ein paar Folgen. Da haben wir nicht nachgeguckt. Die haben noch 70.000 Liter Futter und 30.000 Liter Wasser oder so. Also alles im orange-roten Bereich. Aber das ist okay erstmal. So. Gut. Hopfen. Der wird uns noch ein bisschen Freude bereiten. Ich habe keine Ahnung, mit was wir den überhaupt ernten müssen. Maisgebiss. Nein. Doch. Oh Gott. Ernsthaft? Ja. Ich kann noch mal nachgucken. Ja. Okay. Wisst ihr, was das für eine Arbeit wird, Leute? Wenn ihr Erbarmen mit uns habt, dann bewerbt euch einfach auf dem Discord als Erntehelfer. Oh, shit, ey. Nicht wahr. Das wird noch Arbeit, du. Ja klar, was hat denn das Kassar? Das hat 16 Meter, nee, das hat 12 das Meter, glaube ich. Habe ich ja auch eins bearbeitet. Wo ist es denn? Ich glaube, du hast das ja, nicht bearbeitet. Capello, 12 Meter, Kassar HS 19.
Irgendwie fährt der. Warum fahre ich denn jetzt auf einmal 15 km/h? Was ist denn da los? Und der fährt eigentlich auf 15 und du fährst, fährst bergab, aber irgendwie fährst du trotzdem viel langsamer wie ich. Was ist da los? Hä? Ich bin bald da. Ja, ich fahre 15 km/h. Und ich bin bald da. Ja, und du fährst 12 km/h. Was ist da los? Nö, 14 gerade. Hä? Bei mir ist er die ganze Zeit 12 km/h gefahren. Nee, du hast 15 gesagt. 12 habe ich gesagt. Du hast 15 gesagt. Schau in der Folge nach. Ich habe extra gefragt, weil ich dachte, vielleicht fährt er schneller wie ich. Und dann kriegt man ein Problem, dass du mich einholst. Nee, du hast eigentlich auch 15 gesagt. Wann kommt die Folge denn raus? Nächste Woche? Nach Aufnahmetag? Ja, nächste Woche. Ach Gott. Kommt das eigentlich auch am Wochenende? Ja, ne? Ja. Das war ja nur erst RP, was nicht am Wochenende kam. Aber jetzt kommt das ja jeden Tag. Genau. Und XXL Farm, so lange aufgenommen, kommt das auch täglich. 18 Uhr. Einfach mal reinschauen. Es sei denn, man sollte es nicht schaffen, aus irgendeinem Grund. Ja, oder wir schaffen es nicht zur Aufnahme, richtig. Aber ich, toi toi toi, ich probiere gerade wieder richtig durchzuziehen. Wird zwar Ende des Monats richtig schwer, weil ich da viel am Arbeiten bin. Ja. Müssen wir halt mehr vorproduzieren. Ja, schauen wir mal. Das wird schon. Dann kommt er ja auch die ganzen. Fertig. Sicher. Mein zweiten. Nicht lang schnacken, einfach weitermachen. Mache ich immer. Nicht lang schnacken, einfach weitermachen. Ja. Also, wenn der Schlenker hier unten schon mal fertig ist, der Berg hoch, weil da hängst du jetzt gleich richtig. Da fährt er dann nur noch 6 km/h da oben raus. Ja, jetzt fährt er gerade 12, 11, 12. Ja, 10. Wenn der fertig ist, dann sind wir oben auf der Höhe, da geht's ein bisschen besser. 10 km/h fährt er. Noch. Wir werden auf jeden Fall Sämaschine, also mit einer Sämaschine Füllung kommen wir nicht rum. Ich habe jetzt schon 65% nur noch. Das ist nicht so viel. Ach, 6 km/h. Sag dich doch. Jetzt hole ich dich gleich ein, dann schiebe ich dich ein bisschen an. Ach so, nee, geht gar nicht, weil wir das versetzt fahren. Ja. Ich dachte, ich würde hinter dir fahren, dann hätte ich dich angeschoben. Naja. Wir werden auch so das Feld fertig bekommen. Das dauert halt nur ein bisschen länger. Nein, 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 nein. Was machst du denn? Ich hätte fast die Kurve nicht bekommen. Hallo, du bist auf einem Feld, da gibt's keine Kurve. Da bestimmst du die Kurve. Ja, okay, nee. Die vorherige Reihe bestimmt die Kurve. In der Kurve fahre ich 10 km/h. Ja. Ich muss die ganzen Kurven von meinem Vorfahrer ausbessern. Also, Tiger. Ah ne, der war ja gar nicht da. Schieb nicht immer die Sachen auf die anderen Leute, Junge. Mach ich doch gar nicht. Ich weiß nicht, wie man hier sowas fahren kann. Wie geht es? Wie was? Man muss nur dem Feldrand folgen. Ja, und das ist das Problem, wenn man am Handy ist. Du sollst nicht am Handy sein, Junge. Ich nehme dir den Führerschein weg. Das wär's was. Fahrschule im LS. Oh ja. Keiner hat einen Führerschein.
Im RP wirklich gar keine. Keiner kann fahren. Aber es wäre theoretisch auch umsetzbar. Ja, RaceX macht einen Überschlag erstmal letzte Woche. Oder war das diese Woche, Anfang dieser Woche vielleicht? Oder letzte Woche, irgendwie so. Ist nur, dass Tiger Farm einen leichten Unfall hatte. Wo, wieso auch immer, ich habe keine Ahnung. Bin völlig ahnungslos. Werde ich ja sehen, wann kommt eigentlich die Folge? Donnerstag oder Freitag? Och, fragst du mich Sachen, ey. Keine Ahnung. Ja, du bist ja Aufnehmer, du hast am meisten Plan. Vier, das heißt, 1, 2, 3, 4. Ja, Donnerstag müsste sein. Ja, ich nehme ja nicht nur eine Folge auf, dass ich genau weiß, wann die rauskommt. Das ist ja ein bisschen umfangreicher, was ich hier mache. Man kann sich auch übrigens für RP bewerben. Genau, kann man auch, wenn ihr Bock habt. Wenn ihr Bock habt, meistens Samstag oder Sonntag. Freitags oder Samstag. Hat sich so angehört, als wüsstest du, was, wovon du redest. Genau, Aufnahmen Freitag oder Samstag. Meist 20 Uhr. Oder inzwischen eigentlich Standard 20 Uhr. Ja. Haben wir schon seit vielen Wochen eigentlich. Dazwischen. Ja. Einfach mal im Discord melden. Discord müsste unten verlinkt sein. Wenn nicht, kommentiert unterm Video. Dann kriegen wir auch einen Kontakt. Und natürlich liken, abonnieren, nicht vergessen. Am besten alles. Das wäre ideal. Schaut auch gerne beim Malonation LP vorbei, auch wenn der keine Videos macht. Einfach mal ein Abo da lassen. Auf Ehre. Bruder Bossis. jo. Und vielleicht seid ihr dann bald Teil eines YouTube-Projekts. Fahr da vorne die einfach geradeaus weiter, dass du andockst und dann wendest im 90-Grad-Winkel. Ja, so ist das. Hast du ja vorhin auch so gemacht, ich erinnere mich. Ja, klar. Als wenn ich das anders machen würde. Mit der Sämaschine, ja. Sah zumindest so aus. Das hat er jetzt nicht gesehen. Ja, vor allem waren das keine 90, sondern 180 Grad minus 90 Grad. So. Nein, ich meinte, dass ich über die Saat drüber gefahren bin. Ja, das lässt sich ja nicht vermeiden. So genau nehmen wir das hier nicht. Im RP nehmen wir das aber auch nicht so. Doch. Achso, nee. Beim Ansehen nicht, nee. Aber wenn ich jetzt, also ich fahre jetzt nicht über irgendeine Frucht, einfach so. Ja, das ist klar. Außer, dass mein Feld vom Lanterne ziemlich blöd gelegen ist, weil da gleich eine Kurve ist und dann fährt gefühlt jeder über die Saat. Wo denn? Beim Lanterne gegenüber, also LU gegenüber. Das mach ich nicht. Nee, weil manche Leute, Lukas Müller, die Kurve nicht bekommen, weil sie bei der PC durchgängig laggt. Oder Qualität am Werk? Ja. Ich schaff's leider, dich nicht einzuholen, glaube ich. Bade. Ich bin nah dran. Nee, ich hau gerade ab. Ich war 14. 15, 15, 14, 15, 14. 15. 12, 13. 15. 15. Sp-
springt immer hoch mal auf 15, aber eigentlich ist es nur 14. Ja, wobei, ich könnte dich noch kriegen. Ja, ich fahre durchgängig 12. Wie viel Prozent hast du denn? 7,9 und 23,8. Okay, ein bisschen mehr wie ich. Aber daran liegt es jetzt eigentlich, glaube ich, nicht. Nee, noch nicht. Nee. Spürbar ja erst ab 50% Schaden. Ja, du holst mich ein. Ich würde hinfahren, Vollgas. Also Tempomat. Dann den Tiefenlocker anheben. Den Grupper. Und einmal links rum eine Kurve ziehen, damit ich dann wieder da anfange. So mache ich das auch mit der Sämaschine. Muss nicht mal Geschwindigkeit rausnehmen. Ah, doch, ein bisschen bremsen musste schon, aber. Das geht. Ja, das geht. So, ab hoch mit der Luzi. Dann machen wir hier ein enges Wendemanöver und dann baller ich einfach das Ding wieder runter. Haben wir mittlerweile eigentlich schon die Hälfte geschafft, ne? Ich möchte jetzt nicht Escape drücken. Ich auch nicht, weil sonst. ich mach mal kurz. Ich habe ja Tempomat an. Ein Drittel gleich. Ah ne, mach ich gleich auf der mach ich gleich auf der Geraden. Das wäre sinnvoll bei dir. Aber ich kann auch gleich mal kurz anhalten. Und dann können wir gucken. Weil wir sind auch schon wieder so ziemlich am Ende der Folge angekommen. Oh nee. Doch. Wir müssen jetzt noch ein bisschen nacharbeiten, das heißt, auf jeden Fall das Feld hier fertig machen. Okay, wir haben die Hälfte ungefähr. Ein bisschen weniger als die Hälfte. Okay. Also das müssen wir auf jeden Fall machen. Und theoretisch müssen wir hinten auch das andere Feld noch flügen. Yay. Darauf haben wir natürlich mega Bock. Nicht. Dieses nicht am Ende. Jupp. Ist halt einfach. Dann kümmern wir uns mal wieder um die Kühe. Das sollten wir tun. Sonst, wenn wir Season drauf hätten, dann würden die Tiere sterben. So ist. Aber haben wir ja zum Glück nicht. So, liebe Leute. Aber wie gesagt, das war's heute von der Folge XXL Farm. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gerne Like, Abo oder Kommentar. Am besten alles. Bis morgen. Tschüss. Tschüss.